Reinhold Jabo, am Sonntag steht das wichtige Endspiel gegen Eintracht Braunschweig an für Arminia. Was macht sie sicher, dass Arminia den Klassenerhalt noch schafft? Wir wissen alle, worum es geht. Und wir haben alle dasselbe Ziel und wir haben auch alle diesen Glauben daran, weil es ist ja alles noch drin, es ist alles noch machbar. Und alleine schon rechnerisch gesehen, das gibt ja schon alleine auch die Hoffnung. Aber wir wissen ja auch aus den Spielen, die wir jetzt bestritten haben, dass ja, wir schon gezeigt haben, dass wir eine gute Mannschaft sind, dass Qualität in der Truppe steckt. Leider ist es unglücklich gelaufen, dass man die letzten Spiele dann kurz vor Schluss hergegeben hat. Aber dennoch, wenn man einfach nur die Spiele über den gesamten Zeitraum betrachtet, das kann ja nur motivieren und es kann nur beflügeln zu wissen, hey, es ist definitiv machbar. Der Trainer hat gesagt, er hat jetzt in der Woche vor allem auf Normalität gesetzt, um auch ein bisschen die Köpfe freizukriegen. Wie ist Ihr Eindruck? Kann man das ausblenden, die Situation im Tabellenkeller und natürlich den Druck, der da ist? Ja, man muss es ausblenden. Man muss es ausblenden, weil ich glaube, es wäre sehr kontraproduktiv, wenn man ja, den Kopf voll hat mit ja, Existenzängsten, mit dem Abstieg, wenn das jetzt wieder nicht klappt. Und ich glaube, gerade in dieser schwierigen Phase ist es wichtig, dass man die Sache schon ein Stück weit auch ja, relaxed angeht. Zu wissen, wir haben jetzt das nächste Spiel steht vor der Tür. Alles, was gewesen ist, kann man nicht mehr ändern. Und es ist noch alles machbar. Also von daher ganz cool. Wir geben am Sonntag brennen wir und wenn wir das Spiel gewinnen, dann sieht es schon mal wieder ganz gut aus. Und dafür ist die Alm voll. Es wird richtig zur Sache gehen, auch auf den Rängen. Was ist das für ein Gefühl? Wie wichtig ist das für die Spieler? Sehr wichtig. Also ich bin davon überzeugt, man muss einen Unterschied merken, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Und wenn wir jetzt mit dem Heimspiel die Fans im Rücken haben, die Bude voll ist, die uns damit vorantreiben, die uns davor pushen, das kann man kann einen Unterschied nehmen. Ne? Und ich glaube, dass die Fans das auch wissen und dementsprechend uns auch einfach anfeuern werden, so ja, dass wir das Spiel dann letztendlich für uns entscheiden können. Wie ist für Sie persönlich die Situation? Es ist klar, dass die Leihe nach der Saison endet, wann auch immer die Saison endet, ob jetzt nach 2 Spielen oder mit den Relegationsspielen, dann geht es zurück nach Salzburg. Wie ist das für Sie die Situation? Ja, ich bin Fußballer durch und durch. Ich will jedes Spiel gewinnen. Und ich identifiziere mich mit dem Club, mit der Mannschaft. Ich bin froh, dass ich die Spielpraxis auch sammeln konnte. Das war ja auch ein Ziel dieser Ausleihe. Aber letztendlich, ich bin mit Teil des Teams und ich stehe mit dabei. Und für mich ist es einfach wichtig, ich will dieses Spiel gewinnen. Und das ist jetzt egal, ob ich dann im Sommer wieder zurückgehe. Das ist erstmal, liegt noch weiter zurück. Erstmal ist die nächste Aufgabe Eintracht Braunschweig. Daraus schließe ich, Sie wollen sich mit dem Klassenerhalt in Bielefeld verabschieden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bitte sehr.